Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Nachdem wir heute Morgen über die romantische Kennenlernphase von Mike und Layla gesprochen haben, müssen wir heute über die romantische Kennenlernphase von Kim und Tim sprechen, denn auch da gibt es Neuigkeiten. Nachdem Kim zurück in Deutschland ist und hier ein Treffen mit Tim Seenlicht erwünscht wird, wird es Zeit, dass wir mal reingucken in ein Q&A, natürlich bei Kim und bei 24Tim, wo es auch Mal um die beiden geht, aber es gibt auch eine Schlagzeile von Mannheim24, die sich ebenfalls mit Kim und Tim beschäftigt haben, und hier sollen wohl sogar schon zwei Formate gedreht worden sein, in denen Kim mit dabei ist. All dieses heute in unseren Trash Highlights. Und wenn du jetzt sagst, meine Stände, vielen herzlichen Dank für deine drei Videos täglich, dann für dich herzlich eingeladen, dich unserer mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen. Wir sind in großen Schritten auf dem Weg zu den 30.000, meine Lieben. Gut, ja, das Thema Kim und Tim. Es interessiert nicht alle, aber ganz ehrlich, das ist bei jedem Thema so. Ich kann niemals ein Thema aufbereiten, welches alle interessiert. Deswegen hange ich mich mit meinen drei Videos am Tag zwischen den verschiedenen Themen. Und deswegen wurde es jetzt Zeit, dass wir jetzt hier mal reingucken. Und wir beginnen zuerst mit der Schlagzeile, denn das ist insofern ganz interessant weil sich Mannheim 24 mit diesem ganzen Konstrukt Kim und Tim ebenfalls beschäftigt haben. Schon zwei andere Formate gedreht. Wo wird man Kim Virginia als nächstes sehen? Wo wir sie definitiv sehen werden, wohl ab April, das wird prominent getrennt sein. Dort ist sie ja mit dabei und aufgrund von einer vermeidlichen Auseinandersetzung mit Max Bormann wohl auch mutmaßlich aus dem TV-Format geflogen. Dies ist aber offiziell alles noch nicht bestätigt, aber das hat... Ähm Uh, Umut, glaube ich, hieß er, erzählt. Gut. Kim Virginia Hartung macht zuletzt durch das Dschungelcamp 24 Schlagzeilen. Jetzt kündigt sie an, bereits zwei weitere Formate gedreht zu haben. Die Mannheimerin Kim Virginia fegt durch das deutsche Reality TV wie derzeit keine andere. Zuletzt sorgte sie für Schlagzeilen beim Dschungelcamp 24 durch das Dreiecksdrama äh, zwischen Kim, Layla und Mike. Die beiden sind mittlerweile glücklich verliebt, während Kim ihr Reality Comeback vorbereitet, wie Mannheim24 berichtet. Und darum äh, geht das genau um äh, dieses Thema. Wir wissen inzwischen ja auch durch mein Video von heute Morgen, dass es bei ja, Mike und Layla ein bisschen schlüpfriger wird. <laughs> Bei Kim und Tim ist irgendwie noch der Wurm drin. Wir lesen mal weiter. Kim Virginia kündigt Reality Comeback an. Schon zwei andere Formate gedreht. Auf Social Media gab es auch nach Ende des Dschungelcamps noch jede Menge Zoff zwischen Layla und Mike und Kim. Und auch jetzt ist das Thema anscheinend noch nicht vom Tisch. Nach einer dreiwöchigen Online-Pause meldet sich die Mannheimerin mit einem TikTok-Diss gegen die Turteltäubchen zurück. In dem Video sieht man Kim im Bikini an einem Strand. Die Caption lautet: "Wenn sie immer noch über dich reden, während du schon zwei andere Formate gedreht hast." Wen sie damit meint, ist klar. Doch um welche Formate geht es? Die TikTok-Detektive in den Kommentaren haben da ganz konkrete Vermutungen. Zitat Ende. Ähm, wir sehen hier auch dieses äh, TikTok. So, da muss ich Tatsache jetzt mal für Kim sprechen und sagen: Ich interpretiere dieses TikTok. Ehrlich gesagt nicht so wie Mannheim24. Hier steht ja drin, wenn sie immer noch über dich reden, während du schon zwei andere Formate gedreht hast. Ich sehe hier keine Parallele zu Layla und Mike. Das kann natürlich auch gemeint sein, aber ich glaube, damit sind alle anderen gemeint. Boulevardpresse, Meinungsblogger, äh, Menschen, die in den Kommentaren unterwegs sind, Gossip-Seiten auf Instagram... Es sprechen ja noch eigentlich viele über Kim und Tim und das ist auch völlig in Ordnung. Mein Gott, wenn man darüber mehr Informationen haben möchte, solange das höflich und freundlich bleibt, kann man ja darüber berichten. Und ich glaube eher, dass das damit gemeint ist. Ich selber interpretiere dieses TikTok nicht als Angriff gegen Mike und Layla wie hier Mannheim24. Das ist einfach so meine ehrliche Vermutung. Ähm, was nicht bedeutet, dass Kim nicht morgen ein neues TikTok hochladen könnte, wo sie Layla und Mike angreift. Das kann natürlich sein, aber dieses TikTok interpretiere ich anders. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr dieses TikTok interpretiert habt. User spekulieren über Kims kommende Shows, Kampf der Reality Stars und. Beauty and the Nerd. Wie Kim Virginia selbst auf Instagram postete, befand sie sich während ihrer Auszeit auf einer thailändischen Insel. Dort wird die Reality-Sendung Kampf der Reality Stars gedreht, weswegen sich einige User sicher sind, dass die selbsternannte Boss bitch bei der nächsten Staffel dabei sein wird. Vor kurzem kündigte Kim Virginia sogar ihre Stelle als Flugbegleiterin, um sich ganz auf ihre Karriere im Entertainment fokussieren zu können. Können. Einige TikTok-User glauben, bei der zweiten Reality Show würde es sich um Beauty and the Nerd handeln, was bisher allerdings in Zypern abgedreht wurde. Doch theoretisch spricht ja nichts dagegen, dass Kim während ihrer Auszeit zuerst Zypern und dann in Thailand war. Gut, Zitat Ende, das brauchen wir nicht alles wiederholen. Das sind ja die Informationen, die wir auch hatten. Für mich jetzt neuer Kampf der Reality Stars, wobei ich eigentlich der Meinung bin, dass bei Kampf der Reality Stars die Teilnehmer bekannt gegeben wurden, aber das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, schreibt mir das gerne in die Kommentare, was ihr mitbekommen habt, aber das ist erstmal jetzt das TikTok. So, dann folgte gestern ein sehr interessantes Q&A, wie ich fand, mit verschiedenen, mit verschiedenen Fragen, die Kim beantwortet hat und Tim hat natürlich zur selben Zeit auch ein Q&A gemacht, wo er auch auf einige Fragen reagiert hat und das wollte ich mir mit euch auch einmal anschauen und zwar hier und zwar äh, so ging es los wird mal wieder Zeit für ein Frageröndchen. und ähm, da dachte ich mir da könnte interessante dinge dabei sein und ich habe für euch natürlich auch nur die spannenden Sachen rausgesucht hier wurde sie gefragt alle haben gefragt ja wann kommst du zu mir und da vermute ich mal das hat äh, Tim selber, äh, geschrieben und sie antwortete: Komme Samstag vorbei, äh, Baby for 24 Tim. Haha, mir muss man schon 50 Nachrichten und Signalraketen schicken, wenn ich einem schlaf bin. Wahrscheinlich, weil sie auf eine Nachricht von Tim nicht geantwortet hat, ich weiß nicht. Dann, und da musste ich kurz schmunzeln: Eine Frage, hast du ein Bild aus deiner Kindheit? Und sie postete dieses Bild hier und da habe ich mich gefragt: Wann hat sie denn die grünen Federn verloren? <laughs> <laughs> Nein, natürlich. War ein Spaß. Kim Virginia ist das kleine Mädchen hier im Arm des Vogels. Ja, aber da musste ich kurz schmunzeln und dachte mir, Mensch hat sie sich... <laughs> Ganz schön verändert in den letzten Monaten. Dann haben wir, äh, das fand ich auch ganz spannend, ähm, ähm, das zeigt so ein bisschen die Kultur, Kim, ja, war ich überrascht. Und zwar wurde sie gefragt, Homebildschirm, also quasi zeig mal deinen Homebildschirm, und da hat sie Amor und Psyche ähm, drauf. Und sie schreibt, liebe griechische Mythologie und die Kultur, habe mit meinem Ex-Verlobten auch mal auf, auf der griechischen Seite Zyperns gelebt und. Ähm, hat mir Kim ein bisschen näher gebracht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mit dieser Einfrage habe ich mehr über Kim erfahren als im gesamten Dschungelcamp. Ich fand das wirklich mal ganz spannend. Das sieht so über das Thema griechische Mythologie und äh, Kultur sich äh, zumindest ein bisschen auskennt, vermute ich mal. Dann ein Bild von der Zeit vor den Beauty-Behandlungen. Und da hat sie dieses hier. Gepostet und schrieb selbst dazu, lang ist's her. Das war vor circa vier Jahren, da waren meine Haare auch einfach kurz geschnitten. Und da muss ich ehrlich sagen, so eine pfiffige Kurzhaarfrisur steht ihr auf jeden Fall ganz gut. Dann haben wir noch diese Frage: Wann bist du das le letzte Mal GV? Geschlechtsverkehr, und sie antwortet, vor drei Wochen habe ein Zeitgefühl wie eine Erdnuss, aber sowas um den Dreh, naja klar, und vor drei Wochen, wissen wir, hat sie einmal Schwubilub mit Tim gehabt, und Tim hatte Schwubilub mit ihr gehabt, so zumindest, was die Q&A äh, betrifft, und damit wissen wir, zumindest indirekt, haben wir die Benachrichtigung von ihr bekommen, dass sie natürlich Tim natürlich treu geblieben ist, natürlich, natürlich, natürlich. Was war der Grund für deine Auszeit, und sie schrieb wieder mal ein paar Quoten gesprengt, und da meint sie wahrscheinlich die TV-Formate, die sie gedreht hat oder das eine TV-Format und das war für unsere Berichterstattung hier ganz interessant. Weißt du, wann Prominent getrennt endlich losgeht und sie schreibt wohl im April und auch ich erwarte ja drauf, um mit euch über Prominent getrennt zu berichten. Möchtest du mal Kinder haben? Und hier schrieb sie, ich denke mir oft, ich will gar keine Kinder, weil mein Lebensstil und meine Prioritäten momentan einen anderen Schwerpunkt haben, der nicht dazu passen würde. Mit meinem momentanen Zeitplan könnte ich mich nicht mal um eine Zimmerpflanze kümmern. In anderen Phasen hätte ich am liebsten gerne fünf Kinder, seit ich... Klein bin, wollte ich auch immer mindestens ein Kind adoptieren, habe vor vielen Jahren auch eine Partnerschaft in Mombasa übernommen. Wenn ich nicht mehr jung und wild bin, wird, denke ich, äh, Zweiteres gewinnen. Zitat Ende. Und das fand ich eine sehr vernünftige Antwort. Ja, nicht alles, was Kim von sich gibt, ist immer irgendwie Augenroll-kritikmäßig. Ja, ich fand diese Antwort zumindest sehr vernünftig. Dann ähm, habe ich mit euch natürlich jetzt auch das QA von 24 ähm, Tim eingefangen. Das war für mich allerdings gar nicht so sehr spannend, weil da gar nicht so viele relevante Sachen drin war. Bitte entschuldigt, dass ich alles, was irgendwie Eigenwerbung, Werbung, Werbekooperation und so weiter betrifft, nicht mit reinnehme, weil ich möchte nicht noch Tim zusätzlich unterstützen bei seinen ganzen Werbekampagnen. Darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es mehr darum, für euch die wichtigsten Informationen herauszunehmen, damit ihr selbst den Trashies nicht. Folgen müsst. 24 Tim ist für mich eigentlich keine Persönlichkeit aus dem Trash-Bereich, ja. Allerdings durch seine Dschungelcamp-Teilnahme und vor allen Dingen durch die Geschehnisse danach hat er sich für mich leider auch in diesem Bereich qualifiziert. Gut! Das fand ich erstmal ganz interessant, denn hier hat äh, Tim ein bisschen darüber gesprochen, dass er seit Anfang des Jahres abgenommen hat. 20 Kilo ähm, empfinde ich erstmal als für euch vielleicht ganz interessant, als er das gefragt wurde. Wie hast du es geschafft, äh, so krass abzunehmen? Und er hat äh, darauf ähm, geantwortet. Ich hole euch das mal näher ran. Habe Anfang 23 einfach ganz entspannt angefangen, mich etwas mehr mit dem Thema Ernährung zu befassen. Versuche durch Proteine satt zu werden, esse auch gerne gesunde Fette und ich habe meine Kohlenhydratzufuhrnudeln Brot stark reduziert. Aber ich gönne mir auch mal was und ich bin definitiv noch nicht da angekommen, wo ich mit extremer Disziplin schon hätte sein können. Ich bin einfach manchmal recht schludrig, aber all in all stolz, dass ich 20 Kilo bereits abgenommen habe. Und wer meinen Hauptkanal verfolgt, der weiß ja auch, dass ich seit Anfang des Jahres sehr eisern mit dabei bin und Tatsache sehr diszipliniert bin und auch 20 Kilo abgenommen habe. Von daher kann ich hier Tim nur den Ratschlag geben: mach dich wirklich nicht verrückt. Wenn man selber abnehmen möchte, aus eigenem Anreiz, aus eigenem Antrieb, vor allen Dingen auch mit eigener Körperkraft, also nicht irgendwelche Tabletten, Shakes oder sonst was, dann ist das völlig legitim, wenn man über einen längeren Zeitraum auch langsam abnimmt, denn auch der Körper braucht ein bisschen Zeit. Dann haben wir diese Frage, wann siehst du Kim wieder? Und er äh, antwortete, ich warte tatsächlich auf konkrete Infos von ihr, vielleicht diese Woche. Und dann sehen wir hier die Fragen, Schatz, Freitag oder Samstag sehen wir uns und äh, blaue Haken und wohl keine Antwort. Und das äh, war wohl das, was Kim in ihrer Story denn meinte, dass sie äh, keine Ahnung da nicht so schnell geantwortet hat. Dann fand ich diese Frage noch sehr interessant. Bist du jetzt nur noch auf Frauen aus oder geht noch was mit Männern? Und das schreibt er. Habe weder gesagt, dass ich schwul oder noch hetero bin. Die einzigen, die sich andauern das Maul über meine Sexualität zerreißen, sind Presse, Gossipforen und Leute unter Promi-Flash-Beiträgen. Absolut absurd. Ich definiere mich nie und lebe einfach mein Leben seit Jahren. Achtung, Schocker, küsse auch, wen ich will. Ich hoffe nur, ähm, Zitat Ende, dass 24 Tim die Leute küsst, die auch geküsst werden wollen. Das wäre mir vielleicht doch ganz wichtig zu betonen. Ansonsten gebe ich ihm hier recht mit seiner Aussage. Es ist sein Leben, es ist seine Sexualität und da muss man ihm nicht reinreden, man muss ihn da nicht irgendwie fremd bestimmen wollen oder sich irgendwie in sein Leben einmischen. Was er ertragen muss, sind Meinungen, weil er ein öffentliches Leben hat. Da kommen einfach Meinungen auch ungefragt, auch wenn man selber sie nicht immer hören möchte. Das ist die Kehrtseite der Medaille, da muss er dann auch durch. Aber, und das ist hier nochmal ganz, ganz wichtig für mich zu betonen, es ist komplett seine eigene Sache, wie er sich als was definiert und womit und was er tut. Und ja, dann haben wir noch diese Frage, stehe auf Frauen, aber dein Face ist wow. Und da schreibt er, das ist sehr süß. Danke. Okay, das war jetzt einfach gar nicht so wichtig. Aber das fand ich hier vielleicht nochmal ganz interessant, denn das ist eine sehr große Antwort, die er geteilt hat. Und die Frage war eigentlich relativ klein, stört dich gerade etwas? Und er sagt, ja, also das alles zusammengefasst ist relativ viel, aber diese Punkte, die er hier nennt, sind diese Aussagen, Kommentare wie, endlich ist, es, endlich ist er normal geworden, zum Glück sieht er wieder aus wie ein Mann, liebe den Heterolog an ihm, jetzt noch die lackierten Nägel weglassen, dann bist du wieder perfekt. Und das sind natürlich Dinge, die er natürlich nicht gut findet, gerade er als Kunstfigur, 24 Tim. Ähm, definiert sich ja nicht durch einen immer maskulinen Hetero-Look, sondern durch verschiedene Individualitäten, wie er sich darstellt. Und deswegen ist das für ihn und deswegen fasse ich das so einfach für euch zusammen. Ähm, natürlich nicht schön, wenn man hier einen einseitigen Tim möchte, sondern man möchte oder Tim möchte, dass man alle seine Facetten irgendwie gut findet. Und dann haben wir noch zu guter Letzt dieses hier. Da hat er quasi die Story, die ich euch auch schon gezeigt habe, repostet und schreibt, okay, ich freue mich, sehen uns am... Samstag. Dies bedeutet am Samstag, also quasi in zwei Tagen geht das Treffen von Kim und Tim weiter. Und ich entschuldige mich hier nochmal für meine Falschinformation. Vor zwei Tagen habe ich euch eine Story von Kim hier gezeigt, die allerdings ohne Vermerk ein Flashback war, also ein Rückblick, den Kim gepostet hat, wo ich aber dachte, es wäre eine aktuelle Story. Mir hat einfach der Hinweis von Kim selbst gefehlt, dass es ein Flashback war. Entsprechend war meine Berichterstattung hier an diesem Punkt. Fehlerhaft, das muss ich hier nochmal klar korrigieren, das tut mir leid, das habe ich einfach nicht mitbekommen, aber ganz ehrlich, und das könnt ihr mir wirklich äh, glauben, es ist auch echt schwierig, hier immer den Überblick zu haben, gerade bei Tim, der wirklich am Tag 23.834 Stories macht und ähm, auch bei Kim immer durchzublicken, was sie uns erzählt, ist nicht immer einfach, aber hier haben wir jetzt erstmal das neueste Update von Kim und Tim. Ich denke mal, jetzt wird es ein bisschen... Holpriger werden und ich gucke, dass ich für euch die Trash-Highlights aus der Story rausziehe. Aber ich werde natürlich nicht langweilige Dinge euch zeigen, denn das interessiert mich auch nicht. Meine Lieben, das soll es erstmal gewesen sein mit unserem 11-Uhr-Video. Aber wir sehen uns noch einmal wieder heute um 14 Uhr. Es lohnt sich also, den Kanal zu abonnieren, weil dann wirst du benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Immer um die gleichen Uhrzeiten: 8 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr. Und natürlich ein Abo kostet dich nichts. Meine Lieben, ich sage jetzt erstmal Tschüss, bis später.